Hallo, Servus. Bevor es jetzt dann mit dem eigentlichen Video losgeht, muss ich nochmal was loswerden. Und zwar, heute hat ja die deutsche Nationalmannschaft ihr Auftaktspiel bei der Eishockey-WM gewonnen in Ostrava. Und war ein tolles Spiel. Ich wollte auf dem Weg nochmal ganz große Glückwünsche nach Ostrava schicken zu Harold Kreis und der Mannschaft. Macht weiter so, Jungs, dann wird's was. Und jetzt geht's los mit Eisenbahn. Endlich mal wieder ein ja, normales Video von mir, ein normal langes. Ansonsten waren es ja hauptsächlich Shorts. So, jetzt komme ich endlich dazu. Meine neue S3 Sechstel vorzustellen. Die habe ich ja jetzt schon ja eine Woche und ich wollte eigentlich anfangs der Woche schon das Video machen. Dann gab es einen kleinen Zwischenfall, sage ich mal so. Also ich bin mit der Lok an die Wagen rangefahren rückwärts, habe angekuppelt, wollte losfahren, ging nicht. Habe sie kurz angeschoben, ja, und dann hat sie plötzlich gefiept. Also, keine Ahnung, das ist ein Geräusch, das habe ich so noch nicht gehört. Es war wirklich ein Fiepen, also es war nicht dieses Bitzeln bei einem Kurzschluss. Die Mobile Station hat auch nicht reagiert. Es hat gefiept und dann plötzlich kam eine Rauchwolke aus dem Schornstein raus. Ich habe dann ja, Strom weggenommen. Ja, man hat es ja, etwas übel gerochen. Ich habe die Lok dann abends mal aufgemacht, habe nichts gesehen, also weder irgendwie am Decoder noch irgendwann am Kabel irgendwas Blankes oder irgendwas, was verschmort war oder irgendwas, keine Ahnung. Nichts gesehen. Habe sie dann nochmal aufs Gleis gestellt, boah, dann fuhr sie wieder. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, was es war. Ich habe an dem Tag dann auch ich hatte auch mit dem Thomas telefoniert. Der hat gemeint, naja, vielleicht war irgendein Staub drin oder was, der sich da einfach, ja, ne, der da verbrannt ist oder irgendwas. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, sie läuft wieder. Wie lange sie läuft, weiß ich nicht. Ich meine, das ist ja also die Artikelnummer ist ja die 37181. Die hat ja noch den, entschuldige Thomas, habe ich mich am Telefon geirrt. Es ist der Decoder mit dem siebenfachen Mäuseklavier drin und den zwei Poddys. Aber trotzdem, man weiß ja immer nicht, wie lang die so halten. Also ich zeige euch jetzt trotzdem mal kurz so ein bisschen die Lok und dann fahren wir noch ein bisschen. Also grundsätzlich, die Lok hat ja vom Gehäuse ist ja Metall, hat auch eine große Ähnlichkeit zum ganz uralten Modell, das ich auch habe, allerdings mit einigen Verbesserungen. Ja, also es gibt Sachen, die sind im Vergleich, kann ich es euch jetzt leider nicht zeigen, die andere ist momentan zerlegt. Was bei der jetzt anders ist, also das hier ist eigentlich alles gleich, ja. Also da gibt es da hat man genau diese komischen krummen Leitungen oder was das sein soll, sind da auch vorhanden. Allerdings bei dem Modell jetzt ist der ganze untere Bereich überarbeitet. Also hier, das wirkt alles viel filigraner. Auch diese dünnen Trittbleche gibt es bei dem alten Modell nicht. Zumindest sind sie bei meinem nicht mehr dran. Was hier auch im Vergleich zu der alten natürlich eigentlich mir nicht so gut gefällt, ist die Farbe. Ich finde dieses Grün ein bisschen zu hell. Und auch, naja, das Rot passt jetzt nicht so unbedingt dazu, aber ja, ich habe die Lok sehr günstig bekommen. Also wenn ich mir überlege, ich habe diese alte, uralte S3 Sechstel analog damals, ich glaube, für 60 Euro bekommen. Und die hier jetzt einfach digital, ja, für ein kleines Stückchen unter 100 Euro. Also, ne, da denke ich, kann man nicht meckern. Ja, das gibt's nichts zu sagen. Also hat auch, was auch eine große Verbesserung ist, die alte hat einfach hier in diesem Dom eine Schraube drin fürs Gehäuse.
und der Dom ist offen. Hier ist eine, Moment, ich zeige es euch mal, da ist jetzt eine, so eine Plastikkappe drauf und darunter ist die Schraube. Ist eigentlich super gelöst, weil dadurch ist die Schraube nicht sichtbar und ich habe trotzdem, ich komme einfach ran. Was natürlich bei der Lok generell schwierig wird, wenn ich die mal umrüste, ist natürlich der mangelnde Platz, weil ja alles im, hier im Kessel drin ist und das ist wirklich sehr eng. Also da muss man gucken, dass man da irgendwie was reinkriegt. Ansonsten muss ich sagen, finde ich sehr schönes Modell. Ja, also was mir da gut gefällt, ist der vordere Teil ist sehr schön gemacht. Hier haben wir auch wieder diese angesetzten Leitern aus Metall. Das ist zwar ein bisschen blöd, wenn man das Gehäuse irgendwo hin tut, weil die natürlich dann hier, das Gehäuse geht bis hier runter und dann stehen diese Leitern da weg. Dann haben wir hier natürlich die Leitungen angesetzt. Hier alles schön aus Metall. Das ist alles wunderbar. Auch wieder natürlich blöd bei den Loks aus der Zeit ist dieses, dass natürlich dieser Führerstand zwar irgendwo da ist, aber natürlich bis hier hingeht, ne? Moment, ob man es vielleicht kann ich es ein bisschen besser einfangen. Mal kurz die Kamera ein bisschen flacher nehmen. Also hier ist praktisch der Führerstand. Ne? Also der ganze Führerstand ist eigentlich viel zu klein geraten. Da lässt sich also auch kein Lokführer unterbringen. Ist aber natürlich dem, hier drunter ist ein Motor und Getriebe. Also ist halt technisch einfach so. Was mir hier sehr gut gefällt, ist die Kohle am Tender, weil die im Gegensatz zu vielen anderen relativ matt eingefärbt ist. Also das sieht, muss ich sagen, sieht ganz gut aus. Ja, ansonsten werde ich nochmal so ein bisschen an der Lok entlang fahren und dann schauen wir mal, dass wir hier eine kleine Fahrt machen. So, mal gucken, jetzt bin ich zu weit nach oben. So. Wenn du es jetzt noch scharf stellst, Schatzi, jawohl. Hier nochmal die markante Frontpartie. Also wirklich, es ist ein schönes Modell, muss ich sagen. Wie gesagt, einzig und allein die Farbgebung ist, finde ich, nicht so ganz optimal, aber da hat Märklin bei der S36 ja auch schon viel Schlimmeres rausgehauen, ne? Also, in, was weiß ich, in Blau und sonst was. Jetzt bin ich jetzt soweit verrutscht. So, aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ich lasse jetzt da mal noch fahren. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und freue mich über jeden Kommentar und jedes Abo natürlich und wünsche euch noch ein schönes Wochenende.
Also, wie ihr gesehen habt, sie hat schon einige Schwierigkeiten an den Steigungen. Ja, muss man da mal gucken, vielleicht mal die Haftreifen tauschen. Aber das kenne ich vom alten Modell auch. Da ist die Zugkraft natürlich auch etwas begrenzt, sag ich jetzt einmal. Aber passt schon. Dann, was ich jetzt noch habe, und zwar heute war ja das neue Video von Michael Schulz. Und der hat ja da diese zwei ge neuen Loks gekauft. Das eine war ja die diese bayerische EP36. Und er hat ja da das Problem gehabt, dass die in einer Richtung da ihre Probleme gehabt hat. Weil eben in einer Richtung die Vorlaufachse nicht gefedert ist. Ich habe ihm das schon geschrieben. Ich wollte jetzt einfach noch mal kurz mal demonstrieren. Ich habe ja quasi das Vorläufermodell und mal gucken, ob man es sieht. Also hier, mal gucken, ob ich wenn ich die Kamera abstelle. Vielleicht kann ich es zeigen, ob man es wirklich erkennen kann. Also hier in der Mitte der Achse ist, da ist eine Feder drin. Also das ist gefedert. Ist also frei beweglich und auf der anderen Seite, also ist auch, da ist auch irgendeine Art von Feder drin oder ein Gewicht oder irgendwas. Also sind beide Seiten sind vertikal beweglich. Also, ich weiß nicht, warum Märklin das dann anscheinend bei der neuen Version irgendwie nicht mehr gemacht hat. Wenn es bei beiden seinen Loks so ist, also wäre eigentlich ein Rückschritt. So, nur kurz so viel noch dazu. Das war's dann für heute schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß!